Pizza. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich, hi. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, ja, du bist dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wünschen wir auch. Hallo, Freunde, ich hoffe, es geht euch richtig gut. Ich zähle wieder die Tage für euch. Guck mal, 6 Steine für 6 Tage und heute kommt einer dazu. So, jetzt sind es 7, weil heute Tag 7 ist. Ich wünsche einen ganz tollen Tag. Ciao. Jetzt kommt das Wort des Tages. Ich lese mal vor. Die Haut oder die Häute? Fällt dir vielleicht ein Satz ein mit die Haut? Mir fällt einer ein, der heißt, die Sonnencreme schützt die Haut. Ihr müsst auch immer Sonnencreme nehmen, wenn die Sonne scheint, sonst leidet die Haut drunter. Guck mal, der Herr Schäfer, der ist ganz rot. Was? Ich bin vielleicht braun, außerdem sieht das, finde ich, voll okay aus. Ja, klar, das sieht super aus, Herr Schäfer. Also wirklich. Naja, egal wie es ist, hoffentlich nehmt ihr immer Sonnencreme und dem Herrn Schäfer, dem sage ich's nochmal. Kommen wir nun zur Zahl des Tages. Oh. Schau einmal, 7 Zehner und 2 Einer. Weißt du, wie die Zahl heißt? Ja, es ist 72. Ist diese Zahl gerade oder ungerade? Ja, sie ist gerade. Weißt du auch, was die Hälfte ist von 72? Das ist nicht so leicht. Ja, es ist 36. Sehr gut. Kennst du den Vorgänger von 72? Ja, es ist 71. Und der Nachfolger von 72? Genau, es ist 73. Kannst du denn schon rechnen? 72 minus 10? Ja, das ist 62. Und 72 plus 10? Genau, das ist 82. Das hast du aber gut gemacht. 72, eine tolle Zahl. Und jetzt der Witz des Tages. Herr Meier wäscht sein Auto. Da kommt ein Nachbar vorbei und sagt: Sie können gießen, so viel Sie wollen. Ihr Auto wird nicht mehr wachsen.